Autohaus Fürstaler werden kürzlich 5 brandneue MG3 Hybrid-PKWs an das Team der Kapfenberg Bulls übergeben. Diese Übergabe ist Teil einer langjährigen erfolgreichen Kooperation zwischen dem Autohaus und dem Basketballverein. Die Kooperation geht ja schon mehr als 25 Jahre und ist sehr erfolgreich. Und wir sind sehr froh, als Mobilitätspartner dem Bulls zur Seite zu stehen. Die Kooperation mit dem Jörg und dem Autohaus Fürstaler besteht seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, sorgen auch immer wieder dafür, dass Leute aus unserem Netzwerk beim Autohaus Fürstaler Kunden werden und sind, und so funktioniert Partnerschaft über viele Jahre sehr erfolgreich, und wir sind natürlich total happy, dass auch heuer wieder das Autohaus Fürstaler unser Mobilitätspartner bleibt und ist und unser Team mit tollen neuen MG ausstattet. Was ist das Besondere an diesen Fahrzeugen? Ja, der neue MG3 Hybrid Plus ist ein Hybridfahrzeug der neuesten Generation. Er kombiniert Benzinmotor und Elektromotor und ist in einer Top-Ausstattung und wird das Puls sicher durch die Saison begleiten. Warum macht man solche Kooperationen? Ich glaube, dass Sportsponsoring schwer messbar ist, aber die Kooperation mit den Kapfenberg Bulls ist eine sehr langjährige, und die Synergien, die sich daraus ergeben haben, sind durchaus für uns auch positiv. Das Besondere ist, dass man über mehr als 2 Jahrzehnte eine Partnerschaft aufrechterhält, und das beweist, dass wir auch was bieten können. Wir sehen uns ja als starker Markenbotschafter auch dieser Region. Wir sehen uns als starker Markenbotschafter, um auch das Lebensgefühl dieser Region zu transportieren und die Menschen da draußen wissen zu lassen, dass es Sinn macht, sich in dieser Region anzusiedeln. Wir haben eine starke Industrie im Hintergrund, die dafür sorgt, dass es hier ein prosperierendes Leben geht. Und das ist auch unsere Aufgabe, über den Sport hinaus dafür zu sorgen, dass vor allem junge Menschen in die Region kommen, in der Region bleiben. Und da sind solche Kooperationen natürlich ein wesentlicher Bestandteil davon. Die modernen Hybridfahrzeuge bieten dem Team nicht nur umweltfreundliche Mobilität, sondern auch höchste Zuverlässigkeit und Komfort. Ja, bei uns ist vieles neu. Wir haben nach wie vor mit MG eine sehr erfolgreiche und aufstrebende Marke im Programm. Und auch die Fahrzeuge von Volvo, insbesondere der neue EX30 Elektro-Volvo, bewegen sich sehr gut im Markt. Was gibt es Neues bei den Kapfenberg Bulls? Ja, wir werden kommende Woche ins Training einsteigen. Unser neuer Trainer Radim Janovic wird zuerst einmal sein neues Auto übernehmen. Den neuen MG wird er sich sicher freuen. Und dann werden wir Step by Step ins Training einsteigen, zuerst mit unseren jungen Spielern. Und wir hoffen, dass wir dann in der letzten Augustwoche die ersten Legionäre präsentieren können. Oder wir wissen, dass wir sie präsentieren können. Und dann ab Ende August geht es mit Volldampf in die ersten Vorbereitungsspiele. Das Autohaus Fürstaler freut sich, die Kapfenberg Bulls weiterhin auf ihrem Weg zu unterstützen und einen Beitrag zur Förderung des regionalen Sports zu leisten. Am vergangenen Freitag fand das Finale der Veranstaltungsreihe Five in the City in Kapfenberg mit dem traditionellen Dresscode White statt. MEMA TV war vor Ort und hat die besten Momente dieses unvergesslichen Abends für euch festgehalten. Zahlreiche Besucher genossen die besondere Atmosphäre und die ausgelassene Stimmung bei diesem einzigartigen Event. Heute ist der Abschluss von Five in the City, die White Night. Das sind wirklich viele Kapfenberger ganz in Weiß. Was ich so gesehen habe, ist wirklich ganz toll, dass es so gut angenommen wird. Und es wird wirklich jedes Jahr mehr beim Five in the City, oder früher, weil Six in the City war oder Four in the City. Und eben die White Night ist immer der Abschluss von dieser ganz erfolgreichen Musikserie, was wir da haben. Für nächstes Jahr ist er sicher wieder ein fixer Bestandteil im Kapfenberger Veranstaltungshimmel im Sommer. Und wir haben auch schon Gespräche gehabt mit der Gemeinde.
die sind sicher wieder mit an Bord. Und was ich so gehört habe von den anderen Wirten, die sind auch alle sehr begeistert. Und es wird sicher wieder einige geben, die was nächstes Jahr da mit dabei sind. Was ich noch sagen möchte, ich möchte mich auch bedanken bei meinem Vater, weil der hat dafür organisiert, heuer auch mitorganisiert bei Five in the City. Und bei den ganzen anderen neuen Wirten, die heuer mit dabei waren. Wir waren ja insgesamt, haben wir 7 Bühnen gehabt. Und es waren, glaube ich, 35 Live-Acts in Summe. Also wirklich einige neue Lokale dabei. Und würde mich freuen, wenn der nächste wieder mit dabei sind. Und dass wir wirklich in Kapfenberg eine lässige Gastronomie-Bar-Szene etablieren können. Erstmals dabei waren in diesem Jahr das L'Italiano, Ristorante Pizzeria sowie die Burger Boutique, die großartige Musik in gemütlichem Ambiente präsentierten. Ganz in Weiß, ja, ohne Blumenstrauß in dem Fall. Wir versuchen natürlich auch immer da ein bisschen bei den Veranstaltungen unterwegs zu sein und ist ja super, was für ein Programm gibt. Und wenn dann das Wetter noch so passt und die Temperaturen, ist natürlich herrlich in der Kapfenberger Innenstadt. Die Hölle morgen früh ist mir egal. Five in the City hat sich erneut als Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Kapfenberg bewiesen. Erlebe den perfekten Ausklang deines Arbeitstages beim After Work Market 2024. Unter dem Motto Feier den Feierabend laden wir dich ein, von Juli bis September gemeinsam mit anderen den Abend zu genießen. Tauche ein in eine lockere Atmosphäre voller Lebensfreude auf dem Hauptplatz in Bruck an der Mur. Erlebe am 11. Juli, 8. August und 12. September eine einzigartige Vielfalt an Getränken, die deinen Feierabend versüßen. Lass dich von guter Musik und entspannter Stimmung verzaubern, während du neue Leute triffst und den Stress des Tages hinter dir lässt. Komm vorbei und sei Teil eines Events, das mehr ist als nur ein Markt. Es ist dein wöchentlicher Treffpunkt zum Entspannen und Genießen. Bist du auf der Suche nach einer Top-Ausbildung? Ein abwechslungsreicher Alltag, gutes Teamwork und ein guter Verdienst sind dir wichtig? Dann ist eine Lehre bei der Master Builder Solutions in Krieglach, dem branchenführenden Arbeitgeber der Bauchemie, genau das Richtige für dich. Wir bieten auch dieses Jahr wieder Ausbildungen in verschiedenen Bereichen an. Bewerbe dich jetzt als Chemielabortechnikerin, Prüftechnikerin oder Industriekaufmann oder Kauffrau und werde Teil unseres Teams. Mit einer Lehre bei Master Builder Solutions wirst du Teil einer zukunftsorientierten Branche, die Wissen, Praxis und Kreativität verbindet. Wir freuen uns auf dich. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Verstärkung gesucht. Werden Sie Teil unseres Teams an der OMV-Tankstelle in Schwöbing? Langenwang. Jetzt bewerben. Kettenpflicht, Ihr verlässlicher Schmuckpartner. Auch unter www.kettenpflicht.at.